gemacht hast, sie nicht wahr? Das ist der Duft eines Gentlemans. Wow, guck mal, so ein riesiges Thrasher-Viech raus, ey. Total Slappy. 22! Ah! Ja! Ist klar. Der ist Level 22. Wow! Wow, wow, wow. Die Augen! Ziel auf die Augen! Ruhe bewahren. Ne? Der one-hittet uns. Ich meine, ich mache den guten Schaden, aber ich müsste, wenn, auf Distanz bleiben. Also wenn er da jetzt noch steht, können wir ihn versuchen, mit dem Sniper zu bearbeiten. Ansonsten können wir halt erstmal knicken. Der läuft einfach so locker rum. So, ich habe sowieso genug Kohle, also könnte klappen. Könnte ein Weilchen dauern, aber wir sind schon mal abgezogen. Oh, taucht der wieder ab? Ja, wenn du auch auf den schießt, macht er auch kritischen Schaden. Scheiße, Lowe. Ja, wenn du so einen Tag durchbrichst, dann zählt er als getöteter Mob. Du stehst auf dann. Oh ja, das ist eine gute Sache. Oh, ich treffe die mit der Sniper garantiert nicht von hier. Nur den scheiß Viechern ausweichen. Die Granate. Holy shit. Naja, ja. Bei mir flog auch gerade so eine richtig dämlich. Schade. Also mich one-hittet das Viech, also da ist nichts zu machen. Da killen können wir das, auch wenn es ein bisschen dauert. Gibt massig Erfahrung. Und schon die Hälfte weg. Eine Granate da hinten. Jetzt war das. Oh, ja, ja. Granate fliegt. Genau wo das Viech untertaucht. Kommt der jetzt. Oh, der kommt ja nicht hier vorne raus? Oh, der soll bloß da hinten bleiben. Na, ist der weg? Da ist er. Ich dachte schon, der regeneriert sie oder so ein Scheiß. Das wäre extrem bitter. Oh, immer wenn der untertaucht. Oh, Munition ausgegangen, nett. Warte, ich habe einen Raketenwerfer. Das Viech macht nie so viel, oder? Oh, geht. Raketenwerfer. Kommt's mir jetzt gut. Genau, erstmal gegen das Tor schießen. Da ist er. Naja, besser als nix. Haben wir ihn aber fast. Okay, nicht mehr viel. Wenn du keine Kohle mehr hast oder so, sag Bescheid, dann geh ich mal eine Runde sterben. Ich hab über 10.000. Ja, ja, ich auch. Deswegen. Ah, jetzt nicht abhauen. Fuck. Komm, nur einen Schuss oder so. Ah, hab das Vieh gemessert. Gliedmaßen abgenommen hat. Ich bin ehrlich gesagt etwas unterwältigt. Vielleicht ist Teammod überschätzt. Aber das ist nicht für dich. Hol meinen Arm und komm bei Gelegenheit zurück. Nicht so wirklich nett, was der so gedroppt hat. Aber die Quest hat eine Menge Erfahrung gegeben, ey. Gut, Quest abgeschlossen. Das ging relativ schnell. Claptraps Geburtstagsparty. Ich hab
hab Geburtstag. Vor 7 Jahren bin ich vom Band gerollt. Tu mir einen Gefallen und verteil die Einladungen für meine affengeile Geburtstagsparty. Und beeil dich. Minute los. Ne, machen wir jetzt mal was anderes. Oh, es ist hier in der Nähe. Quasi. Ne, müssen woanders hin. Erstmal was anderes machen. Scheiß auf die Kurierquest. Das machen wir mal. Der duscht. Ja, schnell reisen. Schade, dass kein Punkt hier in der Nähe ist. Kommen wir da durch? Ja. Jawohl. Highlands. Das ist eine Quest. Fuck die Quest, ey. Wir haben erstmal genug. Boah, hätten wir mal weit laufen können. Das ist ja direkt. Danke, dass du mich besuchst. Ich habe ein nettes kleines Projekt für dich. Was hältst du von Bandenkriegen? Zwischen den Hodangs und den Sephords tobt seit Jahren eine idiotische Fehde. Und ich glaube, die Welt wäre ein klein wenig besser, wenn sie alle tot wären. Oder zumindest eine der Familien. Schnapp dir den Sprengstoff und die Familienwaffen. Die Waffen findest du auf dem Schrottplatz. Das ist mein Plan. Dem Schrottplatz. Damit meine ich eine Menge Leute abknallen und dabei verdammt gut aus. Sprengstoff allein tut's da nicht. Wir brauchen die Wappen von beiden Familien. Sieh auf meinem Schrottplatz nach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwo alte Wappen rumliegen. Hier auf dem Schrottplatz. Hallo. Na, da beim Auto ist eins. Als Wappen gewählt, weil sie auf dürre Weiber. Das Wappen der Sephod. Jetzt geh mit dem Zeug. Jetzt geh mit dem Zeug zur Hodank-Strecke. Mann, diese Hodanks werden so angepisst sein, dass sie es noch mehr bereuen werden, mich als Baby nicht umgebracht zu haben. Weit entfernt? Ja, Auto auf jeden Fall. Get to ride! Wunderbar. Das ist der drittgrößte Reifen auf Pandora. Der ganze Stolz der Hodaks. Sie werden tierisch frustriert sein, wenn er platzt. Dann bringen wir ihn doch mal zum Platzen. Komm, der Reifen geht nicht kaputt. Ah. Wow. Na, schnell. Alter, die machen nicht wenig Schaden. Alles klar. Yeah. Kritisch. Okay. Simbo sich das widerliche Sephard-Wappen und er nimmt deine Herausforderung an, Max Sephard. Die Meere werden überlaufen vom Blut der Sephards. Alles klar. Oh, so sauer war Jimbo nicht mehr, seit er erfahren hat, dass meine Familie aus seinem scheiß Clan austritt.
Mama wollte nicht, dass Gute und ich bei einem Haufen Idioten aufwachsen, die ein Baby eher fressen würden, als es aufzuziehen. Und dann befahl Jimbo Moxie eines Tages, einen Typ umzulegen, oder sie würden mich zur Clayton-Frau für alle machen. Aber sie hat sich geweigert. Schöne, schöne Erinnerung. Warum gehst du nicht zu Holy Spirits bei in der Nähe von Overlook und jagst auch ihre toll. Mist hoch? Hätte ja klappen können. Shit, wie kommen wir jetzt dahin? Rum. Einmal rumfahren. Klasse. Ne, hier auch nicht. Kommen wir auch nirgendwo weiter. Dann zurück. Was sagt er aber? Warum die einfach geradeaus fahren? So. Wo sind wir jetzt? Da. Das heißt hier außenrum. Ja, weiter geradeaus. Und die Gas geben. Hey. Oh, juhu. Toll. Ah, hier ist schon richtig. Wow. Okay, jetzt sollen wir hier machen. Oh, wir sollen hier rein. Nimm die Karre mit. Wieder in den Highlands. Gehen wir mal hier hoch. Oh, 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 oh. Das ist aber auch. Ja, aber fein, ne? Schöner Weg. Hier aussteigen. Du bist in der Nähe vom Holy Spirits. Das ist das Hauptquartier. Es gibt eine todsichere Methode. Oh, weg da, weg da. Vernichte ihren Alk. Platziere diese Sprengladungen in einer Reihe und geh in Deckung. Du willst es wissen. Nur gegeneinander ausspielen und abwarten, was übrig bleibt. Das wird ein Spaß. Was zur Hölle ist denn da draußen? Nehmen wir die mal mit. Piss mir ins Auge. Ist das ein Piss mir ins Auge. Diese Bastarde haben den Waffenstillstand gebrochen. Das werdet ihr bereuen, Hinterwäldler. Er klingt angepisst. Er hat bestimmt schon einen Plan, wie er es den Hodangs heimzahlen kann. Ich rufe alle Waffenträger auf, mir zu helfen, die Hodangs auszulöschen. Ich zahle mit Moment. Und Patronen. Auf zur Holy Spirits Bar. Erst machen wir die Quest fertig. So, hier ist noch irgendwas zu machen. Alles klar. The Holy Spirit. Aber wenn das nicht mal Iren sind, dann weiß ich auch nicht. Da fehlt nur noch so ein Kobold, der da rumhopst. Genau. Und ein Pott voller Gold. Der wird schon schießen. Na, wer ist hier der Geschäftsführer? Ah, ein neuer Rekrut. Willkommen bei der Sefford-Familie. Du hast oh, nicht nett. Zufällig den Bastard gesehen, der meine Brennerei zerstört hat, oder? Nö. Den haben wir gar nie gesehen. Erstmal saufen. Oh, riesige Anlage, ey. Verdammt, staubtrocken. Die Hodangs haben meine Brennerei zerstört. Jetzt reicht's. Schluss mit Waffenstillstand. Du, Kammerjäger, wir müssen reden. Aha. Hilfst du mir, die Hodang-Bastarde am Arsch zu kriegen? Gut. Wenn es etwas gibt,
dass sie mehr lieben, als ihre Schwestern flachzulegen, dann sind das Autos. Ich möchte, dass du ihnen ihr Rennen vermaselst. Komm in meinen Keller. Du bist auf der richtigen Seite in diesem Krieg. Ich hätte ja nur mal etwas zu saufen. Ewigkeiten ertränkte ein Hautdank ein paar Seffert-Jungs im Bach.